Nachdem Nier Automata jedermanns Erwartungen an ein Yokotaro-Spiel sprengte, stand eine Frage im Raum. Wie geht's jetzt weiter? Kommt ein neuer Teil? Oder wie cool wäre es, wenn wir einfach ein Remake des ersten Niers bekommen würden? Diese Frage wurde im März 2020 beantwortet, wo angekündigt wurde, dass wir eine überarbeitete Version des ersten Nier bekommen würden. Mit dem Zusatz Version 1.22474487131 sollte das Spiel teils Remake und teils Remaster werden und eine verbesserte Grafik, verbessertes Gameplay und neuen Content bieten. Doch ist das Remaster, Remake, Remastermake ein Kauf wert? Finden wir es heraus. Entsprechend willkommen zum 15. Türchen des Good Games Kalenders. Reden wir über Nier Replicant Version 1.2.2 und so weiter. Wie bereits gesagt, wurde das Spiel im März 2020 angekündigt und knapp ein Jahr später im April 2021 released. Es gab vielerlei Gründe, warum man Nier einem Quasi-Remake unterzog, doch hauptsächlich lag es daran, weil man den neuen Fans von Automata das Originalspiel näher bringen wollte. Nier erschien damals auf der PS3 und Xbox 360 und besaß in Japan für die jeweilige Version einen anderen Protagonisten. Die PS3-Version Nier Replicant besaß Bruder Nier, wohingegen die 360-Version Nier Gestalt Papa Nier besaß. In den Westen schaffte es auf beide Konsolen lediglich die Papa Nier-Version, weswegen die Story aus der Sicht von Bruder Nier bislang Japan exklusiv blieb. Bis jetzt. Wir schreiben das Jahr 2053. In einem verschneiten Sommer verstecken sich Nier und seine Schwester Yona vor sogenannten Schatten, monströse Kreaturen, welche es auf Menschen abgesehen haben. Mit dabei haben sie ein mysteriöses Buch, welches anscheinend große Macht besitzt. Nier warnt Yona davor, das Buch zu berühren, aber als die Schatten Nier übermannten, nutzt er die Macht des Buches, um seine Schwester zu beschützen. Als dieser jedoch zu seiner Schwester zurückkehrte, muss er feststellen, dass diese das Buch dennoch berührte und plötzlich seltsame Zeichen auf ihrem Körper auftauchen. Kurz darauf verliert Yona das Bewusstsein und das Bild wird schwarz. 1400 Jahre später allerdings scheint alles soweit ziemlich in Ordnung zu sein. Yona hat einen kleinen Schnupfen, aber ansonsten geht es ihr wohl gut. Nier ist derweil damit beschäftigt, diverse Botengänge für die verschiedenen Bewohner auszuführen, damit er Geld für Yonas Medizin sammeln kann. Als Yona allerdings von der Mondträne liest, einer Blume, welche Wünsche erfüllen kann, macht diese sich auf zum verschollenen Schrein, wo diese Blumen Gerüchten nachwachsen sollen. Dort wird sie allerdings von zwei Schatten gefangen gehalten und Nier bleibt nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Während dieses Kampfes allerdings erwacht das mächtige Buch Grimoire Weiß zum Leben, welches Nier sogleich magische Kräfte gibt, um gegen die Schatten eine Chance zu haben. Zusammen töten sie ihre Kontrahenten und retten Yona. Wir lernen, dass Yona an der sogenannten Runenpest leidet, einer unheilbaren Krankheit, welche unweigerlich zum Tod führt. Weiß merkt an, dass er mit Hilfe der versiegelten Verse die einzige Chance auf eine Heilung für Yona sein könnte. Als die beiden nun auf ihrer Suche nach den Versen allerdings auf die heißblütige Keine stoßen, beginnt für alle drei eine Reise, welche das Schicksal der Menschheit für immer ändern sollte. Nier Replicant Version 1.2.2 besitzt einiges an Verbesserungen gegenüber dem Original, allen voran darin, wie das Kampfsystem funktioniert. Wo das Kämpfen im Original recht hölzern war, wurde das Redesign von Platinum Games Takahisa Taura überwacht, um einen ähnlichen Flow zu besitzen, wie es das Kampfsystem aus Automata tat. Und das haben sie hier definitiv geschafft. Replicants Kampfsystem erfuhr ein fulminantes Upgrade und spielt sich wahnsinnig flüssig. Attacken fließen förmlich von einer in die nächste Attacke über und so die Gegner wegzukomboen macht extrem viel Spaß. Auch das Experimentieren mit den vielen Waffen ist so viel angenehmer, da es, bei mir zumindest, nicht mehr so war, möglichst viel Damage machen zu wollen, sondern auch so cool wie möglich dabei auszusehen. Ausweichen, Kontern und Blocken funktioniert wahnsinnig gut. Besonders ein Konter zu landen fühlt sich super an. Ebenfalls wurde ein automatisches Sprint-Feature hinzugefügt, bei dem der Charakter automatisch nach ein paar Schritten anfängt zu sprinten. Wem dies aber nicht gefällt, der kann das Feature in einer Option ausstellen. Es gibt neue Waffen und damit auch neue Waffenstories, neue Kostüme, ein neues Quest sowie eine komplette neue Story-Area bezüglich eines Schiffswracks, welche wirklich cool gemacht ist. Doch wisst ihr, was wirklich cool gemacht ist? Der Übergang zu meinen Patreon-Supportern. Hiermit einen großen Dank an alle, die mich trotz meines Versagens hier Daily Content zu liefern weiterhin supporten. Falls ihr daher auch Bock habt, 2 Euro dazulassen, dann bekommt ihr Videos wie dieses, hoffentlich einen Tag früher, vielleicht auch nicht, ich muss mal gucken, wie ich sie fertig bekomme. Aber ihr supportet auf jeden Fall das Vorhaben und das ist doch auch schon mal was ziemlich Cooles. Daher, falls ihr 2 Euro überhaupt auf patreon.com/musician seid ihr einfach übelst hilfreich und einfach die coolste Person ever.
By the way, 26.12. 16 Uhr, 100 Stunden Stream, let's go! Wie man ebenfalls sieht, wurde die Grafik massivst überarbeitet. Alle Charaktere bekamen ein neues Charaktermodell und auch die Umgebung wurden mit neuen Details und Texturen ausgestattet und sehen so gut aus wie noch nie. Die Performance bekam ebenfalls einen Push von 30 FPS der alten Konsolen zu 60 FPS, was dem Gameplay viel extrem gut tut. Zwar kann man ein Argument gegen die neuen Charaktermodelle machen, allerdings sind sie definitiv etwas, an das man sich gewöhnt. Ich würde sogar sagen, dass der Artstyle insgesamt ein wundervolles Upgrade erfahren hat und das Spiel sogar besser aussieht und läuft als Automata. Lediglich schade ist hier, dass das Spiel zum Release keine PS5-Version bekam und die PSV-Version selbst auf der PS4 Pro nicht über 1080p hinausgeht. Ich habe das Spiel anschließend auf meinem PC in 4K gespielt und war einfach überwältigt von der Grafikpracht. Daher bitte Square, PS5-Version, wann? Mit dem Re-Release entschloss man sich, die Bruder-Nier-Story zur einzigen Story zu machen, was allerdings auch einiges an neuer Übersetzung mit sich brachte. Dialoge mussten nicht nur umgeschrieben, sondern auch komplett neu aufgenommen werden. Und hier großen Applaus an Square Enix, welche tatsächlich sämtliche Voice-Actor aus dem Original anheuerten, um ihre alten Rollen neu einzusprechen. Bruder-Nier wurde in seinen jungen Jahren von Zack Aguilar und nach dem Timeskip von Ray Chase gesprochen und beide machen einen fantastischen Job. Doch auch die wiederkehrenden Stimmen von Laura Bailey als Kaine, Liam O'Brien als Weiss, Julianne Taylor als Emil und Eden Riegel als Devola und Popola liefern weiterhin eine exzellente Performance. Und auch wenn man hört, dass die Sprecher allesamt mehr Erfahrung haben und bestimmte Lines anders eingesprochen wurden als im Original, ist es dennoch schön, die Truppe wieder beisammen zu haben. Auch der Soundtrack wurde komplett neu eingespielt und besitzt nun einiges mehr an Alle Tracks klingen epischer, emotionaler und grandioser, was allerdings ebenfalls zur Diskussion führt, ob das überhaupt nötig war, da der Soundtrack im Original bereits fantastisch war. Wie immer kann man dies mögen oder nicht. Ich hingegen war Fan des neuen Soundtracks. Mehr Nier-Musik ist schließlich immer gut und ein kompletter Remix des Nier-OSTs ist ebenfalls etwas, was ich mehr als dankend annehme. Besonders Tracks The Song of the Ancients Fate oder The Dark Colossus Destroys All klingen nun nochmals bedrohlicher und epischer. Oder Emil's Sacrifice, welches so nochmals emotionaler und trauriger klingt. Insgesamt klingt der neue Soundtrack so, als ob man wirklich bei einem Konzert mit dabei wäre. Keiichi Okabe hat damals ein Meisterwerk kreiert, welches bis heute in den Herzen der Fans ein warmes Zuhause findet. Und auch wenn nicht jeder so krass positiv wie ich auf die neuen Einspielungen anspringen wird, so denke ich trotzdem, dass man die neuen Tracks auf irgendeinem Level wertschätzen kann. Ich wurde während meiner Streams des Spiels immer wieder gefragt, ob es sich jetzt lohnt, Nier Replicant zu kaufen und ob es der beste Einstiegpunkt in die Serie ist. Und zu beiden Antworten ein ganz klares Ja. Sowohl als Fan des Originals als auch als Neueinsteiger ist Nier Replicant der perfekte Startpunkt und das Spiel, welches ihr von beiden Nier-Spielen zuerst spielen solltet. Das Gameplay wurde fantastisch geupdatet und spielt sich so flüssig wie noch nie. Die Grafik bekam ein wundervolles Update und sieht so wesentlich besser aus als ein Original. Sie bekam die gesamte Sprecherschaft des Originals, um ihre alten Charaktere mit neuen Lines zu synchronisieren. Und wir bekommen endlich die zweite Perspektive der originalen Nier-Story. Nier Replicant Version 1.2.2 ist ein Wahnsinnserlebnis, auch wenn es nicht die gesamte Last des Originals abwerfen konnte. So ist der Waffengrind immer noch ziemlich real. Manche Sidequests sind gnadenlos langweilig. Und auch, dass man das Spiel mehrmals durchspielen muss, um die volle Story zu bekommen, ist etwas sehr anstrengend. Doch wer auf emotionale Stories und wundervolle Charaktere steht, der wird sich hiervon nicht abbringen lassen. Und glaubt mir, es lohnt sich vor allem für den neuen Content, den das Spiel bereithält. Und das ist alles, was ich zu Nier Replicant Version 1.2.2 sagen kann. Daher hier wieder mein Ball an euch. Was sagt ihr zum neuen Nier? Seid ihr mit dem Nier Remaster Remake eingestiegen oder habt ihr schon das alte vorher gespielt? Und welches bevorzugt ihr von den beiden? Postet doch eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich freuen, da einiges Cooles zu lesen. Und ansonsten, bei Gefallen, Daumen nach oben. Falls ihr mehr hiervon wollt, Abos gerne gesehen. 26.12. 16 Uhr, 100 Stunden Stream. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und das war's ansonsten von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.